hängt an Ihrer Kirchentür auch dieses kleine Schild: Du bist nicht zu schlecht, um einzutreten, aber auch nicht zu gut, um draußen zu bleiben. Der Pfarrer Martin Rohrbach startet dem Kindergarten in der Clotildenstraße einen Besuch ab. Er fragt die kleine blonde Kimberly: Na, weißt du auch, wer ich bin? Klar, folgt die spontane Antwort. Du bist der Nachrichtensprecher aus der Kirche. Sonntagspredigt in der Dorfkirche. Ihr schaut immer nur auf das Äußere, auf das hübsche Gesicht und das hübsche Kleidchen, wettert der strenge neue Kaplan gegen die leichtfertigen Liebschaften der jungen Burschen. Ich aber sage euch, ihr solltet mehr das sehen, was darunter ist. Zwei Nonnen geht auf einer einsamen Landstraße das Benzin aus. Im nahegelegenen Bauernhof gibt es zwar Benzin, aber keinen Kanister. Kurzerhand füllt der Bauer das Benzin in einen Nachttopf. Als eine der beiden Nonnen wenig später an ihrem Wagen den Nachttopf an die Tanköffnung hält, stoppt ein Autofahrer. Er kann es nicht fassen, was er sieht, und macht seinem Staunen Luft. Also, Ihren Glauben möchte ich haben. Don Camillos respektlose Definition. Was ist ein Oralapostel? Ein Schluckspecht in der Kutte. Treffen sich zwei Mönche im New Yorker Klostergarten. Halleluja, ruft der eine. Hello Dolly, ruft der andere. Ein Pfarrer kommt aus den Niederlanden zurück und hat 2 Pfund Kaffee mitgebracht. An der Grenze packt ihn das schlechte Gewissen, lügen will und darf er nicht. Kurzerhand klemmt er sich je ein Paket unter die Arme. Bei der Kontrolle fragt ihn der Zöllner: Hochwürden, haben Sie in Holland etwas gekauft? Ja, mein Sohn, erwidert er ehrlich, 2 Pfund Kaffee. Aber ich habe sie unter den Armen verteilt. Ein katholischer Pfarrer ist zum ersten Mal in Rom, als das Konzil beginnt. Mitten in der Menge der Gläubigen beobachtet er die Auffahrt der hohen Würdenträger und er bestaunt deren Karossen, einen Rolls-Royce, einen Cadillac, einen Mercedes. Fassungslos murmelt er für sich: Und mit einem Esel haben sie alle angefangen. Sagt der Pfarrer zum Küster: Kein einziger Mensch ist in der Kirche, nicht mal der Organist. Wer spielt denn nun? Antwortet der Küster: Boris Becker gegen Ivan Lendl. Nach der Taufzeremonie lobt der Pfarrer die jungen Eltern. Erstaunlich, wie ruhig sich ihr Baby verhalten hat. Der stolze Vater verrät: Wir haben es ja auch 3 Tage zu Hause mit der Gießkanne geübt. Zwei katholische Geistliche unter sich: Glauben Sie, dass wir die Aufhebung des Zölibats noch erleben werden? Nein, wir wohl kaum, aber vielleicht unsere Kinder. Der Pastor einer kleinen Gemeinde schickt ein Elite-Telegramm an seinen Diakon. Bin untröstlich, eben ist meine Frau verstorben. Schicken Sie bitte Vertretung zum Wochenende. Ein Psychiater untersucht einen Pfarrer und fragt: Reden Sie vielleicht im Schlaf? Unmöglich. Ich rede nur, wenn andere schlafen. Der neue Pastor bittet um Spenden und um die anstehende Kirchenrenovierung. Er lässt seinen Hut herumgehen. Als die Kopfbedeckung wieder vorne ihm zurückgereicht wird, ist sie immer noch leer. Da wendet er sich dem Altar zu, kniet nieder und betet laut: Lieber Gott, angesichts dieser Gemeinde danke ich dir, dass wenigstens der Hut zurückgekommen ist. Ein unerfahrener Geistlicher hat großes Lampenfieber vor seiner ersten Predigt. Der alte Pfarrer weiß sich keinen besseren Rat, als ihn mit ein paar Gläsern Zwetschgenwasser zu beruhigen. Er reicht ihm schließlich noch ein volles Glas und sagt: Stellen Sie es nur vor sich hin. Es sieht ja aus wie Wasser. Und es hilft, wenn Sie mal stecken bleiben. Nach der Predigt kommt der junge Mann ein wenig wankend zu dem alten Pfarrer und erbittet Kritik. Na ja, folgt die Beurteilung des Fachmannes,
Bis auf wenige Kleinigkeiten lief es doch schon ganz gut. Nur die Hochzeit war nicht in Kanada, sondern in Kanaan. Und Lots Weib ist auch nicht zur Salzbrezel, sondern zur Salzsäure erstarrt. Noch was. Am Schluss sagt man Amen, nicht Prost. Don Camillus, respektloser Stoßsäufer angesichts des Brautpaares. Trauring, aber wahr. Ein evangelischer Pfarrer bereitet seine Sonntagspredigt vor. Er schreibt, korrigiert, schreibt um, streicht und kürzt. Seine kleine Tochter steht dabei und fragt: Was machst du da? Ich bereite meine Predigt für den Sonntag vor. Die Kleine hakt nach. Sagt dir eigentlich der liebe Gott, was du predigen sollst? Ja, natürlich. Aber warum streichst du dann so viel davon? Ein Pfarrer hat der kleinen Gebirgsgemeinde schon lange Zeit gedient. Er meint, es wäre vielleicht der Zeitpunkt gekommen, einem Jüngeren Platz zu machen. Mit einem alten Bergbauern bespricht er seinen Entschluss, sich zur Ruhe zu setzen. Weißt du, resümiert er nachdenklich, man sagt ja nicht zu Unrecht, neue Besen kehren gut. Das mag sein, willigt der alte Bauer ein, dann schüttelt er den Kopf. Aber nur der alte Besen weiß, wo der Dreck sitzt. Es weihnachtet sehr und der Dorfpfarrer erhebt laut und beschwörend seine Stimme. Wenn jetzt der Klingelbeutel durch eure Reihen geht, möchte ich kein Klappern und Klirren mehr hören, nur leises Knistern. Pfarrer Bornstedt pflegt seine Predigt vom Manuskript abzulesen, als er eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes auf die Kanzel legt. Eines Tages entwendet ein junges, freches Gemeindemitglied heimlich die letzte Seite. Was passiert? Gerade liest der Pfarrer vor und Adam sprach zu Eva. Da blättert er weiter, findet das letzte Blatt nicht, sucht durch das Manuskript und wiederholt, um Zeit zu gewinnen. Und Adam sprach zu Eva. Plötzlich fügt er leise hinzu, aber über die Lautsprecher ist es bis in die letzte Bank deutlich zu vernehmen, da fehlt doch ein Blatt. Als der Papst auf den Philippinen landet, fragt er ihn ein respektloser Journalist, ob er in Manila auch die sündigen Nachtclubs besuchen wolle. Darauf das katholische Oberhaupt. Sagen Sie mal, junger Mann, gibt es denn Nachtclubs in Manila? Am nächsten Tag stand in der philippinischen Zeitung auf Seite 1 die Schlagzeile. Erste Frage des Papstes bei seiner Ankunft. Gibt es hier Nachtclubs? An einem Sonntagvormittag arbeitet der Bauer und schneidet sein letztes Heu. Der Pfarrer kommt des Weges, ermahnt ihn vorsichtig. Wissen Sie nicht, dass der Herr die Welt in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tage ruhte? Das weiß ich, erwidert der Bauer, missmutig die Regenwolken im Westen musternd. Aber der Herr war fertig, ich bin es nicht. Am Samstag fragt der Pfarrer seinen neuen Kaplan, worüber er am Sonntag predigen wolle. Über die Tugend der Sparsamkeit, antwortet er. Gut, meint der Amtsbruder und lächelt. Dann wollen wir aber die Kollekte lieber vorher abhalten. Bleiben wir auf einem Sprung in der Historie. Voltaire, ein Feind der Kirche, ging eines Tages über Land. Er hört ein Glöckchen, erblickt einen Priester, der mit dem Ministranten das Allerheiligste trug, um einem Sterbenden die letzte Ölung zu geben. Alle Bauern knieten nieder, zogen den Hut. Voltaire tat das Gleiche. Einer erkannte ihn, fragte verdutzt: Monsieur Voltaire, Sie entblößen vor dem Allerheiligsten den Kopf? Voltaire mit dem Augenzwinkern: Wissen Sie, guter Mann, wir sind bös miteinander, aber wir begrüßen uns. Eine Amerikanerin sucht ihren Seelsorger auf. Ihr Mann ist gestorben und sie möchte, dass er die Trauerrede hält. Wie viel verlangen Sie dafür? Erkundigt sie sich. Das hängt von Ihren Wünschen ab, folgt die seelsorgerische Antwort. Ab $50 aufwärts habe ich zum Beispiel eine ergriffen vibrierende Stimme. Pfarrer Wiesner muss zum Arzt. Er klagt ihm sein Leid. Ständig habe ich Kopfschmerzen. Essen Sie zu viel, erkundigt sich der Doktor. Ich halte streng auf Diät. Wie steht es mit dem Rauchen? Pfarrer Wiesner winkt ab.
Ich bin nicht Raucher. Der Arzt hat keine weitere Frage. Er weiß, woran es liegt und sagt, Ihr Heiligenschein ist zu eng. Zum ersten Mal predigt der junge Pfarrer vor seiner neuen Gemeinde. Er spricht über die Speisung der 5000 und da passiert's. Denken Sie daran, ruft er, dass der Herr mit 5000 Broten und 2000 Fischen 5 Mann speiste. Dezentes Schmunzel und Gelächter kommt auf. Ein älterer Herr ist in der vorderen Reihe, lacht besonders laut. Peinlich für den jungen Pfarrer. Er beschließt, am nächsten Sonntag seinen Fehler wieder gut zu machen, kommt in seiner Predigt auf die Geschichte zurück. Sie wissen, dass der Herr mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen speiste, ruft er aus. Und er wendet es sich dem älteren Mann in der ersten Reihe zu. Sie können das nicht. Oh doch, antwortet der. Wenn ich das hätte, was vom letzten Sonntag übrig blieb. Die Kirche wird renoviert. Der Herr Pfarrer schaut den Handwerkern bei der Arbeit zu. Da haut sich ein Zimmermann mit dem Hammer auf den Daumen und flucht. Himmelkreuz, verdammt nochmal. Der Pfarrer knöpft ihn sich vor. Mein Sohn, wie kannst du nur so entsetzlich fluchen? Kannst du nicht, wie jeder andere, auf einfach Scheiße sagen? Bei seinem Gang durch die Gemeinde kommt der Pfarrer zu einer sehr streng christlichen Familie. Während des Gesprächs spricht der Gottesmann über die vielen hübschen Mädchen, die es in der Gemeinde gibt. Und seinen Worten ist durchaus ein gewisses Schwärmen zu entnehmen. Ich muss mich schon ein bisschen über sie wundern, konstatiert der Hausherr. Warum, meint da der Pfarrer lächelnd. Ich kann doch, wenn ich auf Diät bin, einen Blick auf die Speisekarte werfen. Aufgeregt kommt die junge Nonne ins Kloster und berichtet, von einem Mann geküsst worden zu sein. Was soll ich jetzt machen, Frau Oberin? Lutsch eine Zitrone, folgt der gute Rat, damit dein glücklicher Gesichtsausdruck verschwindet. Der Redakteur vom Bistumsblatt veranstaltet eine Umfrage, wie Kirchenbesucher ihren Pfarrer sehen. Zitat: Unser Pfarrer ist wie der liebe Gott. Am Sonntag ist er unbegreifbar und während der Woche ist er unsichtbar. Ein Großstädter sieht der Prozession zu. Als die Dorfmädchen in weißen Kleidern vorbeiziehen, fragt er einen Einheimischen. Sagen Sie, sind das alles Jungfrauen? Der hebt die Schultern, antwortet, heute schon. Der Pfarrer spendet dem Vater Trost, dessen Sohn im Alter von 16 Jahren gestorben ist. Es ist eine Tragödie, ich weiß, aber er war ein braver Junge, hat nicht gesündigt und ist jetzt im Himmel. Gern möchte ich Ihnen das glauben, nickt der Vater. Aber sagen Sie selbst, ist das der richtige Ort für einen Jungen in seinem Alter? In einem Mietshaus wohnt in der Etage über dem Pfarrer eine Dame von zweifelhaftem Ruf. Eines Abends klingelt es beim Pfarrer und der Kavalier mit seinem Blumenstrauß steht draußen. Gütig lächelnd weist ihn der Gottesmann zurecht. Die Sünde, mein Sohn, wohnt einen Stock höher. Hier ist der Ort, wo die Sünde vergeben wird. Ein Pfarrer führt eine Sammlung zur Errichtung eines Heims für gefallene Mädchen durch. Eines der Gemeindemitglieder weigert sich zu spenden. Wollen Sie nicht auch etwas für die gefallenen Mädchen tun? Bohrt der Pfarrer nach. Doch, Hochwürden. Aber ich erledige das lieber direkt. Zwei gottesfürchtige Frauen sind auf der Rückreise von einer Wallfahrt, seufzt die eine. Ich habe jetzt fast alle Wallfahrtsorte der Welt besucht. Nur am Frankfurter Kreuz, da war ich noch nicht. Da kommen wir auch noch hin, sagt die andere. Obwohl es dort immer so überfüllt sein soll. Wie lautet die ehrliche Grabinschrift? Ich möchte nicht mehr tot sein. Im Religionsunterricht fragt der Pfarrer den Stefan, ob er denn heute schon schön jeden Abend daheim ein Gebet spricht. Das tut meine Mami immer für mich, entgegnet der Junge. Und was betet sie? Gott sei Dank, dass er endlich im Bett ist. Die Lisa hat ihre Sünden gebeichtet. Eindringlich hält ihr der Pfarrer vor. Weißt du eigentlich, was du mit deinen Sünden verdienen würdest? Schamrot im Gesicht nickt die Lisa. Könnte ich mir schon zusammenrechnen, aber, Hochwürden, mir ging es doch nicht ums Geld. Die Reisegruppe besucht in Rom den Papst.
Der Reiseleiter benutzt die Gelegenheit und gratuliert ihm überschwänglich zum Namenstag. Das muss ein Irrtum sein, meint der Heilige Vater. Heute ist weder Johannes noch Paul. Da haben Sie recht, willigt der Reiseleiter ein. Aber heute ist der Zweite. Der Gefängnispfarrer zum Panzerknacker am Tag seiner Entlassung. Ich würde Ihnen zu gerne draußen ein wenig helfen. Ihr Antrag ehrt mich, sagt der Panzerknacker. Doch so einfach, wie Sie sich das Einbrechen vorstellen, ist es leider nicht. Der Papst hat seine Kardinäle um sich versammelt. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die gute. Gott hat mich angerufen. Er weilt wieder auf der Erde. O heilige Jungfrau Maria, rufen die Kardinäle aus. Und die schlechte Nachricht? Es war ein Ferngespräch aus Mekka. Aus der Historie. Ludwig XIV. Fragte den Kardinal Mazarin, ob er den Marquis von Lyon für einen ehrlichen Menschen halte. Der Kardinal? Im Augenblick nicht, aber geben Sie ihm eine luxuriöse Rente jährlich und er wird ehrlich. Noch ein Griff in die Historie. Friedrich der Große empfängt einen Gutsbesitzer. Der beschwert sich über einen Pfarrer, der die Bibel nach einem Hasen geworfen habe. Er hat getroffen und der Hase war auf der Stelle tot, berichtet der Gutsbesitzer. Dann hat er den toten Hasen mitgenommen. Jetzt frage ich Sie, ist das nicht ein eindeutiger Fall von Wilderei? Friedrich der Große kommt zu einem weisen Urteil. Es ist keine Wilderei. Alles Wild, das ein Pfarrer mit seiner Bibel schießt, gehört ihm. Während seiner Sonntagspredigt kommt der Pfarrer auf das Thema Tatsachen und Glauben zu sprechen. Er findet ein geniales Beispiel. Dass Sie hier in der Kirche vor mir sitzen, ist eine Tatsache. Dass ich auf der Kanzel stehe und zu Ihnen spreche, ist genauso eine Tatsache. Aber dass mir von Ihnen jemand zuhört, kann ich nur glauben. Zwei Nonnen sehen gespannt einer Henne zu, die einen Hahn entkommen will. Die Henne flattert auf die Straße, geradewegs vor ein Auto, das sie überfährt, seufzt die eine Nonne. Sie hat lieber den Tod gewählt. Ein Brautpaar kommt aus der Kirche. Zwei Lausbuben stehen am Eingang, lacht der eine. Soll ich die mal unheimlich erschrecken? Er läuft auf das Paar zu, reißt die Arme hoch und jubelt. Papi, Papi! Ein altes Stiftsfräulein geht zur Beichte, bekennt sich einer fleischlichen Sünde schuldig. Ach, wundert sich der Pfarrer, wie ist denn das bei eurem Alter möglich? Hochwürden, flüstert die alte Frau, das ist ja auch schon vor 40 Jahren passiert. Aber ich habe eben immer noch meine Freude daran, es zu beichten. Bei dem Begräbnis eines bankrotten Bankiers predigt der Pfarrer mit Elan. Verehrte Trauernde, groß, ja übergroß ist unser Verlust, flüstert einer der Zuhörer seinen Nachbarn zu. Ich wusste gar nicht, dass der Herr Pfarrer auch zu seinen Gläubigern gehört. Die 100-Jährige steht am frischen Grab ihres 80-jährigen Sohns, der Geistlicher war, und schluchzt. Das habe ich immer gefürchtet, dass ich dich nicht umbringe, mein Junge. Dass ich dich nicht durchbringe, mein Junge. Pardon? Mit kreischenden Reifen geht der Bus in die Kurve. Ein hübsches, junges Mädchen verliert das Gleichgewicht, fällt auf den neben ihr sitzenden Mönch genau auf seinen Schoß. Oh, ruft es Erschrecken aus. Nicht oh, beruhigt der Mönch. Das ist nur der Schlüssel vom Klosterportal. In Paris schlug der Blitz in die Kirche der Franziskaner ein, kommentierte der Priester eines anderen Ordens trocken. Nur gut, dass es nicht in die Kirche eingeschlagen hat. Das ganze Kloster wäre ausgerottet worden. In die Küche eingeschlagen hätte, hat. Pardon. Ein Besucher kommt zum Voltaire und staunt sehr. Sie haben eine Bibel auf dem Schreibtisch. Sie? Antwortet der große Aufklärer. Wenn man einen Prozess führt, muss man immer den Schriftsatz der Gegenpartei zur Hand haben. In der Aufregung hat der Bräutigam in der Kirche vergessen, seiner Braut den Ehering an den Finger zu stecken. Mit einer eindeutigen Geste erinnert ihn der Pastor daran. Doch der junge Mann ist entsetzt. Aber Hochwürden, doch nicht jetzt und hier.
Ein Geistlicher fragt während eines Sturms den Steuermann: Glaubst du, dass das Schiff in Gefahr ist? Der Steuermann schaut ernst rein: Hochwürden, wenn der Sturm nicht nachlässt, sind wir alle in einigen Stunden im Paradies. Entsetzt schlägt der Kaplan ein Kreuz: Gott bewahre uns davor. Und sie leben tatsächlich frei von allen Lastern? Der Beichtvater mag es gar nicht glauben. Ja, beteuert die Ehefrau. Mein Mann und ich, wir rauchen nicht, trinken nicht, haben nicht mal Kabelfernsehen. Und unsere Kinder haben wir auch adoptiert. Don Camillus raffinierter Trick. In allen Kirchen gibt es das gleiche Problem. Wie man die Leute dazu bringt, sich ganz vorn hinzusetzen. Kein Problem für Don Camillo. Er legte auf die ersten drei Reihen Schaumgummikissen. Seitdem sind diese Reihen zuerst besetzt. Bei der Anmeldung fragt der Pfarrer die Braut: Welchen Spruch möchten Sie gern zu Ihrer Trauung haben? Vielleicht, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Lieber nicht, lehnte sie ab. Mein Bräutigam ist doch Briefträger. Und als Finale ein wahrlich himmlisches Vergnügen. Ein Nerz steht schüchtern an der Himmelspforte. Komm herein, du armes Kerlchen, sagt Petrus voller Mitleid. Weil man dir auf der Erde so erbarmungslos nachgestellt hat, hast du einen Wunsch frei. Der Neuankömmling lächelt dankbar. Fein, ich wünsche mir ein Hemdchen aus dicken, reichen Weibern.